So, bin wieder am Werdung. Bin gestern schon hier durchgefahren. Dann wollte ich die Reservebatterie rein tun. In die Driftkamera. Ja, und wo ist die Reservebatterie? Die ist daheim. Verflixt. Ja, und ich musste gestern das Gerät wieder laden. Jetzt ist es wieder auf 100%. Ich muss langsam ein bisschen aufpassen auf meine Batterie vom TÜV. Ja, jetzt brennt da noch das Licht und alles. Also, jetzt haben wir das Teil wieder montiert. So, lange weg. So sieht mein Glad aus. Schön, hä? Habe ich Schwenk gehabt. Er hält gerade hier an. Ich will hier noch ein bisschen die Landschaft raus schauen. So. Fahren wir hier ein Stückchen, hä? Natürlich haben wir vorher wie zu Korsika. Da geht so in die Schlucht runter. Wie zu Korsika. Das Loch ab. Noch kleine miese Mäuerli. Es ist eben früh am Morgen. Sieht schon schön aus, he? Also die Warnung vor dem Steinschlag ist schon gerechtfertigt. Zwischen hat es also kopfgrosse Felsen auf der Straße. Das sind ja schon fast Felsen, das sind also recht grosse Steine. Ich bin hier auf der Hauptstrasse. Sorry. Ja. Jetzt schaut es auch gerade ein bisschen die Sonne. Ja. Wir blenden es auch.
wieder besser. Ja? Schau da jetzt die Steine. Es ist noch gut, wenn man kein Auto vor sich hat. Wenn man nämlich kein Auto vor sich hat, dann tauchen die Käben an. Dann fährt man hinter ihm nach. Er hat so schön zwischen den zwei Pneus. Und du bist hinten dran und hast auf einmal einen Stein vor dir. Schau jetzt da. Ja? Das sind ja nicht kleine. Also, das TomTom sagt, ich soll 400 Meter links abbiegen. Jetzt mal etwas schauen. Hier die Tafel. Staudämme und Kraftwerke. Krasch ansteigendes Hochwasser möglich. Sogar bei schönem Wetter. Ja, Himmel, Herrgott. Klettern die Leute von hier aus dort in die Verdun oben. Das ist ja Kupfertore. Haben wir ja vorhin gesehen, wie weit unten das ist. Aber die Tafel sieht man noch etwa die hier. Da muss es also Wege geben. Korsika auch so. Da wundert man sich manchmal schon, wie die Leute den Fluss runterkommen. Wo da ein Zeug unten ist. Mal schauen, da unten ist der Verdun. Man sieht ihn nicht einmal. Schlägt vielleicht hier noch Campingstühle runter. Ja, kratzt es. Fussraschen kann ich dann auch ersetzen, wenn ich heimkomme. Übrigens ein Schiebli Silim. Da der Superschäl. Mein Griff ist immer noch tiptop fest. Holzanlänge. Wenn ich den Holz hätte. So eine wunderschöne Hochebene. Das sieht genial aus. Ganz verreckt schön. Und in diese Richtung fahre ich jetzt. Jetzt gehe ich vom Verdun weg. Also ich gehe nicht mehr in die Schlucht hinterher. Das war sowieso scheisse. Ich bin dort hinter die Strasse. Die Verdun. Und auf der Route war die wunderprächtig eingezeichnet. Als Rundroute. Und ich komme hinterher. Zwei riesengroße Tafeln. Einbahnstrasse. Yeah. Können umkehren und alles wieder zurückfahren. Da hat es mich dann gerade ein bisschen angeschissen, von der anderen Seite wieder dran zu fahren. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich genug gesehen von dieser Schlucht. Wunderschön, he? Mit dem Nebel dort hinten.
Vorgestern Nacht hat es geregnet auf dem Zeltplatz. Nach der Wetterprognose sollte ich heute auch in die Gewitter reinkommen. Mal schauen, was da abgeht. Hier sind die Felsen so ganz komisch, ganz rot. Sieht man die Vögel wieder von oben. Kann man aufs Abend schauen. Ganz verrückt. Was die Felsen für eine Farbe. Ganz komisch. Früher ist es dort durchgegangen, sehr wahrscheinlich nur Kosten an Leute. Geht gerade ein bisschen nicht ziehen, ja? Weck mir! Schon ein paar Routen ausgesucht, he? Irgendwie. Auf 837 Meter oben.
komm. Fahren. Also ihr seht, es geht dann einfach weiter so, bis dort rauf. Kurve, Kurve, Kurve. Jetzt mache ich hier Foto und schalte wieder aus. Fertig gefilmt. Ja. So. Jetzt geht es auf den Golden Labonnet. Ja. Das ist der höchste Pass von Europa. Höchste befahrene Pass. Also zum Befahren, Pass in Europa. 2800 Meter. Und da ist die ganze Zeit die Latine. Glasklar. Muss ein wahnsinniger Kajakbach sein. Also, rechts, wo nicht, 20 Tonnen, 10 Kilometer, Schneekötti habe ich keine. Was ist? Prudence recommandé. Was ist Prudence? Schau hier. Irgendwie geht es dort rauf. Mächtig, he? Da unten, zwischen geht es sehr wahrscheinlich Wasser in diesem Bachbett nach. He? Also die Strasse ist zwischen grenzwertig. Vorher habe ich gemeint, das ist schlimm. Ja, dann fällt schon wieder an. Wieder eine Tabalgan-Presse. Der Joker so weh tut. Und so wie die Franzosen kennen, hat es aber keinen Sprung. Kein Hüt. Ortschaft? Ja, Ortschaft. Geöffnet. Restaurant, Buvet. Oh, oh. Wo ist echt das? $20 sind verboten. Kommt niemand? Nein. Gib es wieder ein bisschen auf, wir haben es gesehen. Oh, die Kurve ist schön hier.
Gümmeler immer schön animieren mit einem Plakat. Wie viele Kilometer und wie viele Höhenmeter sie noch zu machen haben. Ja. Ich muss rasch wieder am Boden. Die Leitplanken haben sie super gemacht hier jetzt drauf. Die sind durchsichtig, damit man die Landschaft immer schön beobachten kann. Oder die Häuser hier oben, die haben sie das Dach weggenommen. Glaube ich. Für im Winter. Damit der Schnee die Decke nicht eindrückt, dann nimmt man die, glaube ich, die Amixen weg. Schauen, dass ich auf meiner Seite bleiben kann. Ja, kein Gegenverkehr. Schön, schön gemacht mit dieser Kurve. Ja, was sagt sie hier? 70. 8, 29. Da sind noch die alten Leitplanken, die sieht man. Hä? Das ist ein Dorf. Kann man, glaube ich, Häuser kaufen. Mal schauen. Steht da nichts. Nein, wie im Wilden Westen. Ja. Schau mal. Ganz verreckt. Die haben sogar noch Dächer hier. Gefängnis, 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 Gefängnis jetzt so. Hier zu spunten. Die hat dann wieder etwas andrehen. Pause, Montacht. Ja, das ist sehr wahrscheinlich so wie bei uns IGTÜV oder wie immer das Ding heisst. Ja? Aha, wir haben es geschafft. Noch 400 Meter. Jetzt sollte man rechts abbiegen. Und jetzt, wenn ich dort links rauf schaue, das ist fast gottet hier. Also der Pass ist hier fertig. Aber jetzt kann man da irgendwie noch ganz drauf gurken. Und das machen wir jetzt so. Im Grunde genommen ist das eigentlich für die Füchse. Jetzt einfach mal. Nur damit es gemacht ist. So, hier oben steht das Auto. Ja, dort oben steht die meisten.
Ich kann noch weiter. So, jetzt ist mir zuerst. Ja. So, geschafft. Ziemlich hoch über der Baumgrenze. He? So. Das wäre der Golden Lamponet. Mal schauen. Ja. Bauch jetzt so. Ja. Außer. So war es sexy. Noch 12 Kilometer bis zum Camping. Irgendwo hier oben in den Bergen. Da ist so ein Fluss auf der Seite. Habe ich jetzt schon zweimal Kajakfahrer gesehen drin. Ja, sieht noch gut aus. Ich muss mich jetzt glaube ich auf die Straße konzentrieren und nicht schauen, ob ich da Bötli-Fahrer finde. Ich bin ich einfach mal auch noch dort draussen, aber ohne Bötli. Also jetzt bin ich zweimal überholt worden. Das zweite Mal habe ich Kupfertore. Schau jetzt der wieder reinkommt. Hier schaue ich auf den Tacho. Der Sieg ist knutschrot. Heulet mir eins vor. Und ich schaue und habe über 100 drauf. Ich bin noch nicht einmal vom Gas, wie ich schon überhaupt von einem TÜV fahre. Die Franzosen sind hier hemmungslos. Ah ja, Col Isoard. Dort wollen wir ja den Herren, hä?
Urrüttigen. So wollte ich es ja. Es war sehr wahrscheinlich noch ein sehr wilder Camping. Es kommt mir immer ein Auto entgegen. Schon mal gut. Nach 300 Ankunft. Und dann noch der Planet. Jetzt sollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Rezeption finden. Ich sehe nie ein Zelt. Bis 20. Also, sie ist gekommen, halb Stunde zu früh, und sie hat gesagt, einfach links oder rechts von der Strasse. Ich habe mir einen Platz ausgesucht. Bram! Aber ich wollte sie ja so wollen, he? Ich habe ja danach gefragt. Ja. Ich habe ja die Schwierigkeiten gesucht, oder nicht? Ja? Warte schon hier an. Also hier hat es überall Plätze, aber die passen mir nicht. Da hinten habe ich einen gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ja danach gefragt. He. Ich habe ja in die Berge wollen, übernachten. Hier ist mein Platz. Ist es da? Ja? Dort. Dort ist er. Und den Göppel, den lassen wir hier stehen. So. Und morgen. Morgen darf ich hier rausfahren. Ja. Jetzt habe ich da noch. Ja. Ich habe es da. So. Er steht, hä? Erst Gang drinnen. Oh Gott, verdammt. Morgen kann ich da wieder das Tür ab. Gut, und hier kehren irgendwie. Aber ich wollte, hä? Falls ich hätte danach gefragt. In den Bergen. Ja, das kann man dort herstellen, das ist schon gut. Das ist gerade genug da. Aber schau, führen kannst. Hat Feuerstellen. Da oben hat es Holz. Und ich habe nichts zum Bräteln. Oh, gut. Fertig für heute. Für gut. Tschüss.